Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamoba. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um meine Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und dieses Mal geht es, versprochen, das letzte Mal nochmal um den Schattenbahnhof 1. Worum es genau geht, das erzähle ich euch nach dem Intro. Ja, beim letzten Mal schon angedeutet, jetzt ist es endlich soweit. Der letzte Film zum Bauabschnitt im Schattenbahnhof 1 liegt jetzt vor euch, schaut euch jetzt gerade an. Und zwar ging es ja um das Thema Beleuchtung und Kameraüberwachung. Da habe ich auf der Strecke doch so einiges auch nochmal erleben dürfen, weniger bei dem Thema der Beleuchtung, aber mehr bei dem Thema der Kameraüberwachung. Bevor ich euch aber jetzt noch zutexte, wünsche ich euch einfach viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Video sehen wir uns wieder. Ja, dann fangen wir mal an. Als nächstes baue ich hier mir eine LED-Beleuchtung auf. Und dazu habe ich mir hier solche L-Profile geholt, die speziell darauf vorbereitet sind, für LEDs aufzunehmen. Die haben auch einen Diffusor, damit also das Licht nicht punktuell, sondern verstreut wird. Hier kann man sehen, hier unten ist dann die Befestigungsebene, also der Schenkel, wo befestigt wird. Hier ist ein schräg angeordneter Winkel, wo ich jetzt die LEDs drauf machen werde. LEDs habe ich mir ganz normale geholt, die hier überall verfügbar sind. 12 Volt LEDs sind das. Und die können dann halt einfach da drauf geklebt werden. Muss man jetzt ein bisschen Maß anfertigen, erstmal prüfen, ob die Biester funktionieren. Und sehe da, sie leuchten. Okay, die LED-Leuchte an sich jetzt anzufangen, ist kein Hexenwerk. Erstmal ein bisschen Maße nehmen, markieren. Wenn man durchbohren möchte, durch die Aluschiene immer vorkörnen. Sonst geht der Bohrer irgendwo mal auf der Aluschiene tanzen. Entgraten ist wichtig. Und anschließend wird dann die LED-Zeile maßgenommen, abgeschnitten. Nur Mut zum Risiko. Und dann anschließend auf die Aluschiene aufgeklebt. Ja, dann werden jetzt noch die Kabelenden verzinnt, die Lötpunkte ebenfalls. Dann kommt noch ein Stück Schrumpfschlauch davor. Anschließend wird der Kontakt hergestellt, angelötet. Und zum guten Schluss der Schrumpfschlauch noch geschrumpft, damit es eben keinen Kontakt gibt, keinen Schluss auf die Aluschiene. Dann jetzt noch testen und siehe da, das war's. Gut, nachdem wir jetzt gesehen haben, wie man die Leiste an sich erstmal zusammenbaut, also erstmal die Leiste auf Länge bringen gegebenenfalls, dann die LED-Streifen einkleben, dann werden sie noch angeschlossen und verlötet. Ja, und dann gibt es noch diesen Diffuser davor. Und wenn es dann komplett fertig ist, dann wird es hier so entweder hier direkt aufgebracht oder wie hier mit Winkel festgemacht. Und dann ist das so wie hier quasi freischwebend angebracht. Hier mitten drüber ließ sich nicht anders machen. Naja, gut. Jetzt kommt hier der ganze Kabelwust eben raus von den einzelnen LED-Zeilen. Und damit das dann auch später hier auf der zentralen Versorgungseinheit auch angeschlossen werden kann und auch wieder jedes Mal gelöst werden kann, mache ich das hier mit diesen Steckern. Das sind quasi, kommen hier jeweils zwei Stück dran und die kann ich hier wunderbar dann auch wieder auseinandernehmen. Die sind kodiert, die kann man also nicht verdrehen. Von daher passt das wunderbar. Ja, dann mache ich das als nächstes und angeschlossen werden die hier. Da ist noch ein 4018 in der Ecke. Und den werde ich hier als Lampenschaltdekoder benutzen. Den muss ich dann gleich noch ein bisschen einrichten. Aber das kommt dann im nächsten Schritt. So, kurzer Zwischenstand. Die LED-Zuleitungen sind alle hier an den Steckern jetzt angebracht. Jetzt werde ich mir hier die zentrale Versorgungseinheit wieder ausbauen und dann entsprechend hier auf dem Dekoder dann auflegen. Gut. Dann machen wir das mal und dann sehen wir uns gleich wieder. Gut, die ganzen Kabel sind jetzt auch hier auf dem Dekoder aufgelegt, der ist beschriftet. Die Lampen selber sind aber noch nicht angeschlossen, die sind noch nicht angestöpselt.
Das mache ich erst dann, wenn der Decoder programmiert ist, damit da keine Belastung erstmal drauf ist. Naja, bla bla. Jetzt programmiere ich erstmal den Decoder. Und zwar als Schaltdecoder, den muss man also noch ein bisschen umkonfigurieren. Das heißt, ich werde den jetzt als erstes auf Werkstellung zurücksetzen. Dann werde ich dem seine CR47 konfigurieren als Schalter halt. Damit habe ich 16-fache Schalter. Und das sollte es dann eigentlich schon gewesen sein. Gut, dann machen wir das als nächstes Mal. Ja, das Programmieren bzw. das Einrichten des DR4018 ist also jetzt der nächste Schritt und das muss ich halt in zwei Schritten machen. Zum einen muss ich erstmal dem DR4018 sagen, wie er funktionieren soll, denn der ist jetzt von Werkseite so eingestellt, dass er für Magnetschalter, für Weichenantriebe vorbereitet ist. Das heißt, auf seinen Ausgängen kommen nur Impulse an. Das muss ich umstellen. Und was dieser Decoder alles kann, das ist hier auch alles in der Bedienungsanleitung sehr gut beschrieben. Und dieses Umstellen erfolgt mittels einer Preset-Wahl. Dazu gibt es eine CV47 und die ist hier in der Bedienungsanleitung auch sehr gut beschrieben, was die so alles kann. Und aktuell ist die Voreinstellung der CV47 auf den Wert 0, denn hier kann man jetzt aktuell von Werkseite aus 8 Weichen anschließen. Ich brauche aber diese Voreinstellung hier, denn permanente Ein- und Ausschalter brauche ich, damit ich halt meine LED-Leisten ansteuern kann. Das heißt, ich muss diese CV47 von 0 auf 1 umstellen. So, und wie macht man das? Die Programmierung wird auch in dem Handbuch beschrieben. Dazu habe ich übrigens eine ganze Reihe von DR4018-Filmen mal gemacht. Allerdings damals mit der Programmierung über die Z21, aber im Grunde ist es genau dasselbe. Kann man sich auch gerne nochmal anschauen. Die verlinke ich auch. Wie gesagt, hier auf Seite 8 in der Bedienungsanleitung ist das alles auch nochmal ganz genau beschrieben. Zunächst muss ich erstmal den DR4018 sensibilisieren. Dazu drücke ich das rote Knöpfchen auf der Mitte auf ihn. Dann spreche ich ihn mit der Adresse 9999 und den voreingestellten 128 Fahrstufen an. Und wenn ich das gemacht habe, dann schalte ich einmal Licht an und auch wieder aus. Und damit ist der DR4018 schon mal aufnahmebereit. So, als nächstes muss ich dann die CR47 programmieren und das mache ich jetzt im schnellen Durchlauf mal kurz mit euch. Also ich rufe mir hier den 4018 auf und als erstes sage ich ihm mal, du bist jetzt die Lok 9999. Ich drücke also bei ihm jetzt das rote Knöpfchen auf dem DR4018. Dann geht auch die rote LED an, beziehungsweise ich drücke das Knöpfchen und die rote LED geht an, so wird True draus. Dann gehe ich hier auf Fahren, dort vergebe ich die Adresse 9999. Das Ding ist hier sowieso voreingestellt mit 128 Fahrstufen. Dann sage ich mal Go und drücke dann anschließend hier den Lichtschalter an und aus. Damit ist der DR4018 sensibilisiert und empfangsbereit für die CV-Programmierung. So, wenn ich das gemacht habe, dann gehe ich hier auf Programmtrack. Dort schalte ich das Ganze ein Stück weit um auf Programmieren überhaupt live, spreche da die Adresse 9999 an, wähle hier die CV-Nummer 47 und gebe hier den Wert 1 an. Dann sage ich Senden. Und dann geht auch das Lämpchen an dem DR4018, das rote Lämpchen, geht dann wieder aus. Damit ist der voreingestellt und zwar jetzt als reiner Schaltdecoder. So, im nächsten Schritt muss ich ihn nochmal programmieren und zwar die Adressen vergeben. Und das mache ich halt, indem ich wieder das rote Lämpchen drücke. Beziehungsweise, was habe ich mit dem roten Lämpchen? Indem ich wieder den Schalter drücke, das rote Lämpchen geht wieder an. Und dann wähle ich hier einfach jetzt das Schaltpult aus, wähle meine Adresse ein. Dieser Decoder wird hier mit 501 beginnen
und endet dann bei 516. Klar, er hat 16 Kontakte dann. Das heißt, das rote Lämpchen ist gedrückt. Ich drücke jetzt einmal die Adresse 501. Das rote Lämpchen geht aus und damit ist der Decoder voreingestellt als Schaltdecoder und als beginnend mit der Adresse 501. So, jetzt kann ich hingehen. Jetzt kommt der zweite Teil. Jetzt wechseln wir zum Train-Controller. Ja, zum Ansteuern meiner LED-Leisten wähle ich mir hier unter dem Zubehör einen Umschalter aus. Den setze ich mir hier hin, wähle den mit Doppelklick an und wähle jetzt hier beispielsweise die erste Adresse aus, an dem eine LED-Leiste angeschlossen ist. Bei mir ist das eben diese 501. Dann sage ich okay, meinetwegen kann ich auch hier noch einen Namen vergeben. Und zwar ist das dann halt der Name des Decoders und bei mir ist das L501. Dann sage ich okay. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann müsste eigentlich jetzt schon das Licht angehen. Das macht es auch. Perfekt. Ja, und somit richte ich jetzt jede einzelne LED-Leiste ein. Das habe ich hier oben hier schon komplett gemacht. Und das zeige ich euch jetzt mal die Reihe nach. Ja, jetzt habe ich mir diese 8 Umschalter hier in mein Schaltbild hier eingerichtet. Kurze Beschreibung dran gemacht. Für mich ist das halt hier Segment 1 vom Schattenbahnhof 1. Das ist der rechte Teil, das ist der linke Teil, das ist Segment 2, der rechte und der linke Teil. Und genau so habe ich es dann hier auch beschrieben. Und hier sind dann halt jeweils die beiden LED-Leisten. Ja, die kann ich jetzt hier der Reihe nach einschalten. Nehme ich jetzt den ersten mal hier, das ist der da hinten. Dann der vordere dazu hier, den schalte ich ein. Und dann jetzt im mittleren Teil den vorderen erst dazu. Und dann den hinteren. Im dritten Teil, Segment 2, sind wir jetzt da hinten schon. Hinteren, jetzt sehe ich gerade, hier ist die Beschreibung falsch, da muss ich noch ein bisschen ändern. Nee, ist richtig, hier Segment 2. Ja, und dann natürlich die letzten auch noch einschalten und schon habe ich hier eine Christbaumbeleuchtung. Wunderbar, das Ganze kann ich später auch steuern, indem die Züge hier einfahren, könnte ich die Reihe nach jetzt einschalten, immer da, wo der Zug sich gerade bewegt, dass sich das Licht da einschaltet, wie ich auch immer lustig bin. Ja. Also, funktioniert soweit. Jetzt kümmere ich mich um das Thema Kameras. Ja, bevor ich euch jetzt meine Videokameralösung, meine Überwachungslösung vorstelle, möchte ich euch erstmal mitteilen, welche Überlegungen ich dazu hatte. Also es sollte jetzt keine hochauflösende Lösung werden, es sollte keine teure Lösung sein, es sollte eine Echtzeitlösung sein und für mich ist es halt nur das Ding, dass ich dann auch mal mit Auge fahren kann oder einfach nur schauen kann, was da jetzt gerade im Schattenbahnhof passiert. Denn normalerweise ist es ja so, dass ich im Schattenbahnhof auch irgendwie ohne Kameraüberwachung fahren könnte. Der Rest macht der Rechner halt. So, wollte aber trotzdem ein System haben und da habe ich mir als erstes mal dieses System hier angeschaut. Das blende ich euch jetzt mal ein. Und zwar ist das eine WLAN-fähige Eufy-Überwachungskamera. Das Ding ist Bombe. Ne? Also der Kopf, der kann sich drehen, die Kamera kann sich neigen. Liefert wirklich auch schöne Bilder. Das Dumme ist, es liefert halt zeitverzogen oder zeitverzögert Bilder. Wenn man das Ding zu Hause als Raumüberwachung haben kann, da kann man vielleicht mal auf 5 bis hin zu 10 Sekunden Zeitverzögerung haben, dann ist das nicht so schlimm. Aber als Überwachungskamera für eine Modellbahn fand ich das jetzt doch schon ein wenig zu viel, denn da ist der Zug schon langs weg oder hat schon die Stelle verlassen, als die Kamera mir jetzt gerade noch zeigt. Warum ist das so? Weil die Bilder, die Kamera kann man nur über ein Webportal als Standalone-Kamera betreiben. Dazu muss man sich in einem Portal anmelden, man darf wieder seine Daten bekannt geben, wozu das wiederum führt, das wissen wir auch alle.
Ja, das heißt, die Daten, die werden per WLAN an den Router übertragen, gehen dann ins Internet, keine Ahnung auf welchen Server, und kommen dann wieder, wenn ich sie sehen will, werden sie auf den Bildschirm ausgegeben, keine Ahnung von welchem Server. Ne? So, also, und das braucht natürlich ein bisschen Zeit. Und wenn die Verbindungen dann mal nicht gerade so richtig rumhoppeln, dann kann das schon mal sein, dass das eben zur Zeitverzögerung kommt. Und das war auch bei mir genau der Fall. Deshalb, schade, aber sie ist es leider nicht geworden. Und von daher habe ich mir eine andere Lösung gesucht. Und zwar habe ich mir gedacht, ja, dann nimmst du halt eine Funklösung. Nimmst du eine Überwachungskamera, die man so als Erweiterungssatz für LKWs bekommen kann, damit man von den LKWs aus der Kanzel rechts und links schauen kann, wer sich denn da gerade im Umfeld umtreibt. Und so ein System kannst du nachrechnen. Auch überschaubar vom Preis her. Wo ich dann sage, na gut, da ist dann halt alles dabei. Da bin ich dann also schon an der 70, 80 Euro Grenze. Bei der ersten Lösung war ich vielleicht bei der 50 Euro Grenze. Naja, in der Bedienungsanleitung steht allerdings drin, dass die Funkverbindung nicht weiter reichen kann oder wird wie 2,5 bis 3 Meter. Und dem war auch so. Und die äußerste Ecke, die ich hier habe, wo ich das Ding hinstellen wollte, bis zu dem Monitor waren halt über 3 Meter, und von daher fing das Bild an, sich zu verziehen. Schnee war da mit drin, das war alles jetzt nicht so berauschend. Zudem, klar, ich hätte das Ding auch mit verkabeln können, aber ich baue hier in Segmenten, in Modulen, und möchte dann auch die Kabelverbindung trennbar haben, genau an den Modulkanten oder an Segmentkanten. Und das hätte für mich wieder die Erweiterung von irgendwelchen Schnittstellen bedeutet. Zudem hätte ich die Schnittstellen wieder nach außen führen müssen, weil ich den Monitor ja draußen habe. Und das war alles nicht so das, was ich wollte. So, das wäre hier ein größerer Umbau. Aufwand gewesen, das hätte das Ganze jetzt nicht gerechtfertigt. Von daher ist es das leider nicht geworden. Aber es gab noch etwas anderes an diesem System, was mich persönlich gestört hat. Wenn man das für einen LKW benutzt als Nachrüstung, ist das hops. Die Dinger entwickeln nämlich gut Wärme, die Kameras. Und von daher fand ich dann, das war mir dann zu warm. Zumal, wenn ich dann anfange, hier zu überbauen, dann gibt es nachher einen Wärmestau, und ich hätte mir wieder Gedanken machen müssen, wie kriegst du die Wärme jetzt hier wieder raus? Löcher reinbauen, keine Ahnung, ja, so Lüftungen, Lüfter einsetzen, wie auch immer. Aber das ist es dann leider auch nicht geworden. Und deshalb habe ich mich dann später dazu entschlossen, doch ein ganz anderes System zu nutzen. Und zwar schlichtweg eine USB-Kamera, wie diese hier zu verwenden. Das ist eine USB-Kamera, die liegt irgendwo für eine Full-HD-Auflösung, liegt die ungefähr bei 20 Euro, 20, 30, 40 Euro. Das kommt darauf an, an welchen Anbieter man gerät. Ich habe hier das Stück für 20 Euro geschossen. Also einen durchaus passablen Rahmen. Warum habe ich das nicht sofort gemacht? Warum habe ich nicht direkt einen USB-Hub irgendwie drinnen angeschlossen, so dass ich dann mehrere Kameras anschließen könnte intern? Das hat einen ganz einfachen Grund. Der Treiberbaustein, der Hardwarebaustein von meinem Rechner, der USB-Baustein, der ist einfach Fritte. Und die Reparatur hätte jetzt, wär der Aufwand größer gewesen als ein neues System, und dafür aber jetzt ein neues System zu kaufen, nee, das war dann jetzt auch wieder nicht. Das war jetzt für mich jetzt nicht die Lösung. Weil dieser Treiberbaustein ist zwar halt Fritte, funktioniert aber mit ganz normalen externen Anschlüssen wie Peripheriegeräte, wie Drucker, wie ein USB-Stick und so. Da funktioniert das alles wunderbar. Nur wenn es darum geht, höhere Datensätze umzusetzen, wie zum Beispiel bei einer Bildkamera oder einer USB-Kamera, dann fing das Bild an zu zicken und zu zucken. So, dann habe ich mich ein bisschen kundgetan und bin dann schlichtweg auf eine andere Lösung, einen anderen USB-Hub gestoßen. Es gibt nicht nur diesen Standard-USB-Hub, wo man, was weiß ich, vorne ein paar Ports hat und hinten geht ein zentrales Kabel irgendwie an den Rechner. Es gibt auch einen netzwerkfähigen USB-Hub. Da werden halt die USB-Komponenten in diesen Hub angeschlossen, und die Daten werden dann nicht mit einem zentralen USB-Kabel zum Rechner gebracht, sondern übers Netzwerk. Ja. Dazu habe ich mir dann schlichtweg so einen Hub geholt, der kostet unwesentlich mehr, und habe mir dann auch noch, muss mir einen kleinen Switch noch holen, damit ich halt die eine Schnittstelle, die ich für die DR5000 brauchte, nochmal intern ein bisschen vervielfachen konnte
und habe mir dann auch einen vernünftigen Switch reingesetzt. Den kann man immer mal brauchen, wenn dann irgendwelche Netzwerkkomponenten vielleicht noch kommen. Ja, und dann habe ich diese beiden Kameras, einmal rechts, einmal links, angeschlossen. Und dieses Bildmaterial, was die Kameras liefern, die müssen ja jetzt auch noch irgendwie verwertet werden. Und dazu habe ich mir eine kostenfreie Software, und zwar iSpy, runtergeladen. Und das funktioniert einwandfrei. Und dann zeige ich euch jetzt nochmal die Bilder, die ich jetzt als Überwachungsbilder bekomme. Gut, dann beginne ich zum Schluss, mache ich noch einen kleinen Rundflug mit euch. Und zwar hier starten wir am unsichtbaren Wendel. Hier kann man zumindest schon mal die Beleuchtung. Die andere sitzt hier gegenüber und das hier ist halt der Teil der Umfahrung. Hier vorne sitzt die ganze Elektronik aus Segment 2. Die steuert dann halt alle Magnetschalter, die Kehrschleife, die hier vorne sich befindet. Ja, hier ist übrigens dann auch die eine Kamera, eine der Beleuchtungszeilen. Hier unten geht es dann in den Schattenbahnhof. Hier ist der analoge Teil. Ja, jetzt sind wir schon auf Segment 1. Hier ist die ganze Elektronik, die Steuerung nochmal mit der Wendezugabstellung. Hier ist die zweite Kamera und die entsprechende Beleuchtung. Und ganz oben drauf sitzt die zentrale Steuerungseinheit. Ganz zentral in der Mitte halt die DR5000. Hier gibt es die beiden Booster. Hier die DR4018, die Beleuchtungssteuerung. Und hinten in der Ecke ist der Kameraanschluss. Da ist der besagte Switch. Und hier ist dann der Ethernet-Hub, der dann hier an das Ethernet angeschlossen wird. Die beiden USB-Anschlüsse, der braucht da auch noch eine andere Stromversorgung. Dann habe ich eine von den bestehenden Spannungen runtergeregelt auf 5 Volt, die er braucht. Ja, und damit ist jetzt eigentlich das Projekt Schattenbahnhof abgeschlossen. Schattenbahnhof 1 kommt ja noch einer. Und der nächste Schritt wird das große Reinemachen sein und das Sichtbarmachen vom unsichtbaren Wendel. Ja, wer hätte es gedacht, ne? Endlich ist er doch mal mit dem ersten Bauabschnitt Schattenbahnhof 1 fertig. Und jetzt kann es endlich weitergehen. Aber dieses endlich weitergehen, das wird sich noch ein bisschen ziehen. Denn es gibt so wie in jedem Haushalt auch noch ein paar Dinge, die ich jetzt hier zuerst erledigen muss, bevor ich wieder anfange zu bauen. Muss ich mich doch um ein paar private Themen jetzt noch erstmal kümmern. Kann also noch ein bisschen dauern bis zum nächsten Bauen. Davor wird es allerdings noch vielleicht den einen oder anderen Umbau geben. Ich möchte mich ausgiebig mal mit dem Thema Messen, Einmessen beschäftigen und muss hierzu auch noch ein bisschen was rumtüfteln. Wichtig ist das für mich, weil ich eingemessene Züge in den Wendel fahren lassen möchte und von daher muss ich diesen Schritt vor dem nächsten Bauabschnitt machen. So ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und schon werdet ihr hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.